Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Bei einem Flugzeugabsturz durch den Aufprall zu sterben, das ist bestimmt nicht lustig. Allerdings ist es relativ schnell vorbei. Mit Ausnahme der paar bangen Sekunden vor dem Aufprall wird man wahrscheinlich nicht viel merken nachher. Aber wie ist das, wenn ein Pilot eine Notlandung erstmal praktisch unversehrt überlebt, dann aber die Cockpithaube nicht aufbekommt und es bricht ein Feuer aus und er muss bei lebendigem Leib verbrennen. Allein beim Gedanken daran schaudert es mich. Und es schaudert mich auch, wenn ich an die Augenzeugen denke, die versucht haben, den Piloten zu retten, dann wegen des Feuers zurückweichen mussten und zuschauen mussten, wie dieser Mensch verbrennt. Was ist da genau passiert am 3. Mai 2006 gegen 6:30 abends? Das werden wir uns gleich anschauen, aber vorher, wie immer, meine philosophische Vorbemerkung. Was würdest du eigentlich noch tun, wenn du erfahren würdest, dass du noch 5 Jahre zu leben hast, allerdings bei bester Gesundheit und ohne irgendwelche Schmerzen? 5 Jahre und dann ist Lichter löschen. Wenn du magst, schreib's gerne in den Kommentaren. Denke aber bitte daran, dass man an deinen Antworten recht gut deinen Reifegrad ablesen kann. Und wenn du es nicht in die Kommentare schreiben willst, dann schreib es doch bitte einfach für dich auf. Es ist wichtig, dass du diese Übung schriftlich durchführst. Und schau mal, ob es irgendwelche Einsichten gibt. Vielleicht magst du diese Einsichten in den Kommentaren teilen. Und wenn du diese Übung schon einmal durchgeführt hast, vielleicht vor Jahren mal, mach sie bitte nochmal. Ich mache die regelmäßig, immer und immer wieder und merke daran, wie ich mich entwickle. Und jetzt zu unserem heutigen, leider besonders tragischen Fall. Ich bin früher auch eine Robin geflogen. Das Tolle an diesem Flugzeug ist die wunderbare Rundumsicht. Also im Vergleich zu gewissen Cessna- oder Piper-Modellen ist es geradezu grandios, wie viel man sieht in einer Robin. Was mich immer genervt hat, ist das Öffnen der Haube, auch das Schließen. Also die muss man oben entriegeln und dann nach vorne schieben. Und wenn die nur ein ganz klein wenig verkantet ist, ich glaube auch im Sommer, wenn es ein bisschen heiß ist, ist es besonders schwierig, ist es ein Gemurkse, dieses Ding aufzumachen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie schlimm das erst sein muss, wenn man nach einer Notlandung versucht, die Haube zu öffnen und das haben sie vielleicht Teile der Zelle ein bisschen verformt und verkantet. Und genau diese Erfahrung musste ein Schlepppilot am 3. Mai 2006 in der Nähe des Flughafens Bern machen. Vielleicht für die Laien, Schlepppiloten, das sind die Motorflugpiloten, die die Segelflugzeuge in die Luft bringen. Der 48-jährige Mann hatte eine Berufspilotenlizenz mit fast 800 Stunden Flugerfahrung. Er war sehr geübt in der Robin, aber auch in der PC-6, also im Pilatusporter. Er hat viele Fallschirmspringer abgesetzt. Und er wurde für den Nachmittag des 3. Mai als Zweitpilot aufgeboten, um die Bedürfnisse der Segelfluggruppe Bern abzudecken. Wie gesagt, im Muster Robin DR400-180R hatte der Mann große Erfahrung. Allerdings war er nie in diesem Flugzeug geflogen, der Hotel Bravo Kilo Oscar Charlie. Die hatte ganz leichte Abweichungen von der Instrumentierung her. Und deswegen fragte er auch vorher einen Fluglehrer, ob er nicht einen Überprüfungsflug rasch mit ihm machen könnte. Der hat abgelehnt, weil er wahrscheinlich noch nicht zu Mittag gegessen hatte, hat aber erwähnt, dass da drüben ein Fluglehrer sei, der gerade zurückgekommen sei vom Mittagessen. Der Kontakt mit diesem Fluglehrer kam allerdings nicht zustande. Niemand weiß, wieso. Die Intuition hat allerdings unseren Unfallpiloten nicht getäuscht. Es wäre wirklich von Vorteil gewesen, wenn er vorher kurz einen Überprüfungsflug gemacht hätte. Wir werden gleich noch sehen, weshalb. Sorry, wenn man vom Segelflugzeug aus eine andere Maschine als die Robin sieht. Ich habe leider im Microsoft Flugsimulator nicht die Möglichkeit einzustellen, welche Schleppmaschine ich gerne hätte. Auch eine ASK 21 habe ich nicht zur Verfügung, das Segelflugzeug. Ich verwende daher den Doppelsitzer DG-1000. Um 14.02 Uhr startete der Pilot zu einer Serie von 4 Schleppflügen. Um 15.24 Uhr legte er eine Pause ein und die Kilo Oscar Charlie wurde betankt.
Ab 15.43 Uhr führte er 7 weitere Schleppflüge durch und landete um 17.50 Uhr nach einer Flugzeit von 65 Minuten. Um 18.24 Uhr startete der Pilot zu einem erneuten Flugzeugschlepp für einen Schulungsflug in einer doppelsitzigen ASK-21. Mehreren Beobachtern fiel beim Startlauf ein seltsames Motorengeräusch auf. Er flog auch erstaunlich tief. Auch die Startrollstrecke war außerordentlich lang. Der Besatzung des Segelflugzeugs wurde auf der Segelflugfrequenz dieser Umstand wie folgt auf Schweizerdeutsch mitgeteilt: Die Schleppmaschine hat nicht gut geklungen beim Start, du musst dann wahrscheinlich bereit sein. Gemeint ist bereit sein zum Ausklinken und Notlanden. Diese Warnung konnte der Schlepppilot nicht hören, weil er vorschriftsgemäß beim Start die Towerfrequenz eingestellt hatte. Und er hatte nur ein Funkgerät zur Verfügung, konnte also nicht eine andere Frequenz noch abhören. Dass der Schlepppilot anfangs sehr flach wegflog, war nichts Besonderes. Das hatte er auch schon bei früheren Flügen getan, um den Schleppzug möglichst rasch zu beschleunigen. Als er dann aber in den Downwind, also in den Gegenanflug, immer noch sehr tief einflog, merkte die Segelflugbesatzung, dass etwas nicht stimmte. Vor allem auch durch die Warnung am Funk, die sie ja mittlerweile bekommen hatten. Der Segelfluglehrer sagte dann, er übernimmt die Controls und er gab dem Flugschüler die Anweisung, das Seil auszuklinken. Sie verlängerten dann den Downwind ein wenig und landeten ganz normal ein bisschen rechts vom sogenannten Gliderstrip. Das können wir uns hier kurz in der Übersicht anschauen. Hier haben wir die Betonpiste 32 und 14. Links davon zwei Graspisten, die allerdings seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb waren. Soll jetzt wieder kommen. Und dann haben wir noch zusätzlich hier den Gliderstrip. Und hier auf dieser kurzen Bahn ist offensichtlich das Segelflugzeug gelandet. Der Schleppzug befand sich zu dieser Zeit etwa 100 Meter, also etwa 330 Fuß über Grund. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Seil ausgeklinkt wurde, hat der Schlepppilot auch die Probleme gemeldet auf der Towerfrequenz. Die Kilo Oscar Charlie führte eine Kurve nach links aus und flog über den Gliderstrip. Warum der Pilot hier nicht landete, ist nicht nachvollziehbar. Stattdessen drehte er nach links vom Flughafen weg. Dann war plötzlich kein Motorgeräusch mehr zu hören. Eine weitere Kurve nach rechts wurde von den Anwesenden so gedeutet, dass der Pilot sich wohl ein Notlandefeld nordwestlich des Flughafens suchte. Dann folgte eine brüske Linkskurve, gefolgt von einem steilen Sinkflug in Richtung Süden. Dann gab es erneut eine Linkskurve Richtung Flughafen. Das Flugzeug flog jetzt rechtwinklig zum Gliderstrip. Dann gab der Motor offenbar wieder Leistung ab. Das Flugzeug bäumte sich auf und es sah so aus, als ob der Pilot den Flughafenzaun überfliegen wollte. Wenn ihm das gelungen wäre, hätte er auf dem Flughafengelände notlanden können. Das gelang aber leider nicht und der Pilot stürzte auf einen frisch bestellten Acker außerhalb des Flughafensareals ab. Das Flugzeug überschlug sich und kam in Rückenlage zum Stillstand. Wir schauen uns den Flugweg hier nochmals auf der Skizze an. Hier hat das Segelflugzeug ausgeklinkt. Hier machte der Schlepppilot eine Linkskurve und hier nochmals. Hier fiel der Motor aus, dann gab es eine Rechtskurve, dann eine steile Linkskurve. Hier war der Motor wieder an. Vermutlich dachte der Pilot, dass er es jetzt auf das Flughafenareal schafft. Aber hier ging der Motor wieder aus und hier stürzte das Flugzeug in den Acker. Auf dem Flughafen wurde sofort Alarm ausgelöst. Dazu muss man wissen, dass die Reaktionszeit der Feuerwehr bei etwa 2 bis 3 Minuten liegt. Das heißt, dass in 2 bis 3 Minuten 50% des Equipments bereit sein muss am Ort. Das gilt aber nur für Orte innerhalb des Flughafenareals. Der Pilot ist aber leider außerhalb des Areals abgestürzt und deswegen dauerte das auch länger. Zwei Passanten rannten zum Wrack, um erste Hilfe zu leisten. Der Pilot konnte sprechen, er war offensichtlich nur leicht oder gar nicht verletzt. Das Kabinendach war ein wenig geöffnet, aber natürlich nicht genug, um rausschlüpfen zu können.
Und die Passanten haben versucht, dem Piloten zu helfen, mussten dann aber zurückweichen, weil ein offenes Feuer ausbrach und der Pilot kam bei diesem Brand ums Leben. Als Ursachen nennt die Sicherheitsuntersuchungsbehörde SUST den Umstand, dass der Pilot mehrere Möglichkeiten zur Notlandung nicht wahrgenommen habe. Außerdem kritisiert sie den Umstand, dass es kein Gerät gab, um die Kabinenhaube zu zertrümmern. Es gibt aber meiner Meinung nach noch ein paar andere Faktoren, die zumindest erwähnenswert sind. Erstens der Umstand, dass der Pilot zuerst einen Überprüfungsflug wollte mit einem Fluglehrer, dann aber doch aus irgendwelchen Gründen darauf verzichtet hat. Zweitens, die Anordnung von Gas- und Propellerverstellung war bei der Kilo Oscar Charlie etwas anders als bei den anderen Robins, die der Pilot sonst geflogen hatte. Man hat dann auch mehrmals festgestellt, dass er zum Beispiel vor dem Start vergessen hatte, den Propeller auf Max RPM, also auf höchste Drehzahl, zu stellen. Das hat er dann während des Startlaufs jeweils nachgeholt. Also das zeigt doch eine gewisse Unsicherheit im Fliegen dieses Flugzeugs und dass er dann auch die übliche Reduktion der Drehzahl des Propellers beim oder nach dem Start, besser gesagt, dass er das auch mindestens einmal vergessen haben soll. Drittens, der Vergaser wurde untersucht und dabei hat man festgestellt, dass genau dieser Vergaser mal in einem anderen Flugzeug eingebaut war. Und die Herstellerfirma des Flugzeugs hat dann beim Standlauf festgestellt, da stimmt was nicht, hat diesen Vergaser wieder zum Hersteller zurückgeschickt. Mit den entsprechenden Notizen, dieser Vergaser wurde offensichtlich revidiert und dann genau in dieses Flugzeug, die Kilo Oscar Charlie, eingebaut. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieser Vergaser immerhin 2 Jahre in diesem Flugzeug eingebaut war und nie Probleme verursacht hat. Ob er diesmal tatsächlich ein Problem war, konnte nicht mehr festgestellt werden, weil das Flugzeug vollständig verbrannt war. Viertens, hätte der Schlepppilot sein Funkgerät auf die Segelflugfrequenz eingestellt gehabt, hätte er die Warnung betreffend Motorengeräusch gehört und möglicherweise schneller und besser reagieren können. Das wurde in der Zwischenzeit geändert. Seit da wird beim Start bei den Segelfliegen immer dieselbe Frequenz, nämlich die Tower-Frequenz, verwendet. Ja, von einigen Kommentatoren wurde kritisiert, dass meine Videos immer so abrupt enden würden. Sie wünschen sich noch irgend so eine Schlussbemerkung. Die Frage ist, was wollt ihr genau? Tröstende Worte? Oder meine persönliche Meinung? Die wird ja von vielen nicht gutiert. Deswegen bleibe ich einfach bei den Fakten und jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen dazu.